Und jetzt möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie man das nun ins Mannschaftstraining mit einbauen kann. Zum Beispiel in einer Koordinations- oder in einer Technikübung beispielsweise. Ich wähle jetzt einmal eine Koordinationsübung. Wir haben auch bei uns bei mfsfußballtraining.tv eine Übung mit so einem Balance-Pad mit anschließender koordinativer Übung im Portal. Da kann man sich sowas auch ansehen, wie wir das dann auch einbauen, um das auch mal im Mannschaftstraining zu nutzen. Also, dafür nehmen wir also jetzt das Brett her, legen es einfach auf den Boden drauf. Und was wir jetzt machen könnten, ist im Anschluss an dieses Brett einfach hier mit diesen Hütchen, habe ich jetzt mal mitgenommen, einfach schnell eine kleine Reihe zu bauen. So, das machen wir jetzt mal ganz kurz hier. Hopp, hopp. Wir deuten es jetzt nur mal an. So, noch ein bisschen Abstand dahinter. Das Hütchen stellen wir jetzt mal daher. So, jetzt könnte man da vorne irgendwo noch ein Tor hinstellen und dann hat einer beispielsweise einen Ball in der Hand und würde jetzt mit dem Ball in der Hand einfach mal zum Beispiel auf dieses Brett springen und man merkt schon, wie anspruchsvoll das Brett ist, es kippt sofort weg, wenn man es nicht sauber trifft. Ja? Also Ball in die Hand nehmen, hopp drauf, kurz stehen bleiben, kurz zählen, 21, 22, dann von diesem Brett runtergehen und beispielsweise jetzt hier mit dem Ball in der Hand mit zwei Kontakten einfach weiterlaufen. Und danach seinen Ball Dropkick runterstoppen und mit dem Torschuss beispielsweise abschließen oder den Ball hier runternehmen und mit Dribbling-Techniken, Dribbling-Formen hier da durchgehen, dann kann man das mit einbauen. Vorsichtig muss man sein, auch als Erfahrungswert heraus ist, natürlich mit Fußballschuhen. Ja, wenn die dann die hohen Stollen anhaben, gerade so im Herbst oder Winter, wenn der Rasen ein bisschen tiefer wird, dann besteht da schon Rutschgefahr, aber man kann es verwenden. Also es geht. Man muss halt den Spielern sagen, keine hektischen Bewegungen, ruhig drauf springen, nicht von hohen Höhen auch runterspringen lassen, sondern wirklich nur von so einem Boden und dann wirklich nur so ganz leicht antipsen. Ja? Dann hat man schon einen gewissen Wert und wenn man dann in die Knie geht, dann erreicht man so viel Stabilität in den Körperschwerpunkt nach unten, dass man auch normalerweise nicht wegrutschen sollte. Oder wir haben damit mal eine Übung abgefilmt, wo sich also ein Spieler so zu dieser Übung jetzt dahin stellt. Dahinter würden die anderen Spieler warten. Der Spieler hier hat keinen Ball, die Spieler da hinten haben einen Ball. Jetzt stellt er sich da drauf, muss das Gleichgewicht erhalten, bekommt drei Bälle zugeworfen, 1, 2, 3, spielt die zurück, geht dann runter und führt dann hier wieder eine Bewegung aus. Ob das jetzt koordinativ ist, ob das nun in der technischen Arbeit ist, das sei dann jedem selber überlassen. Also, es ist etwas, was sich meiner Meinung nach, da wiederhole ich mich jetzt nochmal kurz, wer sich ein bisschen leistungsorientiert entwickeln will. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Bundesliga, sondern es heißt auch, der Bezirksligaspieler, der einfach gute Leistungen in Zukunft haben möchte, der einfach verletzungsfrei bleiben möchte, der sollte sich eigentlich sowas in der Art zulegen. Und dafür ist das wirklich eine tolle Geschichte, um eben die Fußgelenks- und Beinachsenstabilität zu verbessern, was dann sich wahnsinnig positiv auch auswirkt auf die gesamte Leistungsfähigkeit. Also unbedingt sich so etwas zulegen, wenn einer mehr möchte. Viel Spaß damit.